Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier durch ziemlich viel Gebiet durchgekämpft und mussten dem Militär ausweichen. Und ich befürchte allerdings, dass wir jetzt nicht dem Militär ausweichen müssen, sondern dass wir jetzt andere Gegner bekommen. Ich meine, ich habe den Serienflop gesehen, wie es überall so schön heißt. Und ich weiß ja in etwa, was passiert. Und ich denke, dass es wohl gleich passieren wird. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Mein schlimmster Albtraum. Langer, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Ja, Tess, springen wir jetzt einfach da runter oder? Anscheinend ja. Nicht? Mann, das ist ganz schön tief. Ne? Finde ich auch. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Mhm. Das hier soll das Ja, und dann sein? Das Gebäude kann ich mich erinnern. Weiß. Jetzt ist es nur noch Brachland. Oh, Junge, Junge. Jetzt bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich gespeichert habe, bevor ich die nächste Folge gemacht habe. Ich schau mal, hier ist hier noch irgendwas. Nö. Nichts, was man einsammeln kann. Hallo? Sollte es nicht mehr sprechen. The Goldstone Building. A, chinesisches Zeichen. Y, was? Okay. Da waren sich die Leute wohl nicht so sicher, welche Sprache ich gerade spreche. Aber es ist schon, ne, da hinten sieht man halt, dass da die Grenze ist, so wie es aussieht. Alles, was dahinter ist, ist vom Militär jetzt gerade unter Quarantäne gesetzt. Von da aus sind wir ja quasi geflüchtet. Ich würde nur ehrlich gesagt gerne mal kurz nachgucken, wie ich jetzt die Waffe nachladen kann. Einen Moment. Okay, also ich habe tatsächlich nirgendwo was gefunden, wo ich die Waffe nachladen kann. Das wird lustig. Hey Tess! Komme! Das wird jetzt wirklich lustig. Und das meine ich nicht im lustigen, positiven Sinne. Ach so! Oh, ich dachte gerade, hier hat jemand was fallen gelassen. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Ja. Ich denke mal, wir müssen nach oben, aber... Hier können wir noch rein. Ah, hier sind noch Teile. Sehr schön. Wie gesagt, ich habe das nicht so ganz verstanden bisher mit den Teilen. Es wurde auch nicht so richtig erklärt. Außer, dass man... Ich habe die Taste schon wieder vergessen. Die war es, glaube ich. Genau, dass man die... Ah, Moment. Hier ist Messer tötet Gegner aus der Tarnung heraus sofort und lautlos. Und schützt vor Klickergriffen. Können wir... Ja, können wir noch eins anfertigen. Sehr geil. Dann machen wir doch da noch... Ah, okay. Und die könnten wir theoretisch auch machen, aber dafür haben wir jetzt nichts mehr. Gut, dann haben wir drei Stück. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wenn uns ein Klicker angreift, können wir uns damit wehren. So ähnlich wie bei Resident Evil, nehme ich an. Ja, sieht schon heftig aus hier. Noch einer. Oh, Hallöchen. Datum, Juli 2033, Einsatzleiter Waters, Operationsgebiet 2438a, 18.08 Uhr angekommen, Punkt 2438a, negativer Kontakt bei LZ, bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum, 21 Uhr, negativer Kontakt, 2218, scheiß negativer Kontakt. Ich habe nicht geflucht, wollte ich nur sagen, YouTube. 23.12 Uhr, Soldat Atwater meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt, Cordyceps infizierte, zweites Stadium. Das
Klicker sein, ich bin mir jetzt nicht sicher. Bei eingestürzten Bürogebäude, unterwegs für Untersuchung. Hallo, was macht mein Controller? Ich war noch nicht mal in der Nähe von den Sticks gerade. 23.40 Uhr, mehrere infizierten Kontakte. Soldaten Atwater, Schar, Kolik oder sowas vermisst. Angriff in Gebäudeinnerem aufgehalten. Erwarten Evakuierung. Also gut aufgehalten haben sie es ja nicht. Auf Verstärkung erwischt. So gut haben sie es offensichtlich nicht aufgehalten. Wir müssen eigentlich hoch, denke ich mal, ne? Oh. Gott, verdammt, Klicker. Oh Mann. Ja, schieb mich auch noch dahin. Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Okay, wir können hier aber auf jeden Fall nicht rum. Oh, ich krieg jetzt schon eine Herzattacke, bevor ich das Spiel überhaupt weitergespielt habe. Ah. Schlimmer als bei Resident Evil. Ach, hier oben geht's gar nicht weiter, oder was? Okay. So, Frage ist, können wir noch ein neues Messer machen? Nee, können wir nicht, ne? Das sind irgendwie andere Sachen. Hier kann man auch nichts machen. Müssen wir dann... Wie sollen wir denn unten weiter? Da waren noch keine Balken, meine ich, wo man drüber balancieren konnte, oder? Oder will sie jetzt hier raus? Weil sie steht hier so. Was ist mit euch Mädels? Schiss? Können höchstens hier runterspringen, aber... Falle ich da runter, wenn ich da jetzt weitergehe? Das war jetzt nicht das Klicken, was die meinten, oder? Ach so. Muss ich das? Das ist aber keine gute Idee, soweit ich weiß. Ach so, das ist die Tür. Also, in der Serie haben sie es so erklärt, dass man die nicht vom Pilz abreißen soll, weil die alle miteinander verbunden sind und dann genau wissen, oder man soll sie nicht töten. Das kann auch sein. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Zusätze lassen dich neue Fertigkeiten erlernen. Okay. Erhöhe die Lauschmodusentfernung. Das würde ich gerne machen, ehrlich gesagt. Fertigungszeit. Maximale Gesundheit würde ich auch gerne, aber wir kriegen ja nicht wirklich viel. Achso, wir müssen hier Klopf durch. Runter. Weiß eigentlich, haben sie ja gesagt, man soll auf das Klicken achten, aber... Nichts passiert. Alles ist total okay. Aha. Das Gebäude stürzt nicht ein, nein. Wir haben vorher auf jeden Fall Zeit, nochmal eben die Sachen hier einzusammeln. Wieso nimmt eigentlich nicht so ein Tacker oder sowas? Kann man das nicht auch eventuell umfunktionieren? Okay. Mir wird das Ganze immer suspekter gerade. Wenn ich ehrlich bin. Ich wollte gerade sagen, jetzt sag mir nicht, dass sie zu ist. Und gut, dass wir keinen Lärm machen. Okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Mhm. Scheiße! Oh, das war heftig. Oh, du sagst es. Okay.
Ich sag am besten gar nichts mehr. Moment, Wasser? Ja, ich glaube, ich habe gerade Wasser mitgenommen. Oh, sehr geil. Nein! Ach, das... Hä? Backstein. Okay, ich dachte gerade, es wäre Munition. Hier, verarzte dich. Vielen Dank. Stimmt. Wie war das nochmal? Drücke zur Fertigung. Zack. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich mich heilen kann. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Ah nee, Moment, hier, ne? Das und dann... Nee. Das. Und die rechte. Okay, nach oben drücken und die rechte. Das ist gut. Ehrlich gesagt, das schreibe ich mir mal kurz auf. So. Es tut mir leid, aber ich vergesse das sonst schon wieder. Und wenn man sich mal ganz schnell heilen muss, dann wäre das natürlich doof. Wenn man das nicht kann. Die beiden sind da hinten. Okay. Die ist abgeschlossen. Deswegen sind sie vermutlich jetzt da hinten. Dass wir hier wegkommen. Alter. Echt jetzt? Warum guckt ihr jetzt so doof hier? Müssen wir da runterspringen oder nicht? Ich würde sagen, wir müssen hier rechts rum. Kommt mit. Aber leise. Oh Mann. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Noch mal eben, ob hier noch irgendwas ist. Ja, hat das nicht gerade geleuchtet? Immer diese, mach die Schublade auf, aber du wirst nichts drin finden, verarschen. Oh, Gott. Da oben. Scheiße. Mhm. Mal sehen, ob es da weitergeht. Wenn sie jetzt brüllt oder schießt, weiß ich, da geht's weiter, aber es ist belegt. Darf ich hier vielleicht auch raus? Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Ellie, mach hin, ne? Ich will mich von bösartigen Monstern auffressen lassen. Okay. Komm, Großer. Na los. Okay. Okay. Oh-oh. Ich dachte, man soll nicht laufen. Geh, Ellie, los, geh! Tauschen. Was habe ich denn in der Hand? Komm, ich weiß nur nicht, wo es lang geht. Oh. Mach hinne, mach hinne. Achso, kann ich so hoch? Oh, sag das doch. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Alles klar. Dann los. Die Treppe ist dicht. Gehen ja. Wir wieder hoch? Ja, wat nu? Gehen wir wieder hoch oder nicht? Ah nee, Moment, hier ist noch ein Loch drin. Nee. Also gehen wir wieder hoch, ja? Toll.
freue ich mich doch drauf. Nee, ich komme ja nicht mehr hoch. Hä? Nee? Und nu? Können wir dann hier irgendwie drüber? Hier können wir drüber. Aber es bringt uns nicht wirklich viel. Ah. Ja, warum auch nicht, ne? Okay, komm. Ist ja nicht so, als ob man die Geräusche vermeiden soll. Also ich denke mal, sie will rausgehen. Nicht nach unten schauen. Jetzt geh endlich. Wir machen ja eh so viel Lärm, da kann ich stehen. Geh mir aus dem Weg, Mädel. Mann. Mein Gott. Ja, was könnte da schon schief gehen, wenn ihr hier so einen Lärm macht, weil ihr nicht vorankommt? Komm schon, Ellie. Genau, Ellie, du hättest schon links hochgekonnt. Beweg dich einfach. Los, nicht runterschauen. Alles okay. Wir müssen da durch. Ich schau auch nicht runter. Ja, ich hatte vergessen, dass ich Höhenangst habe. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Die laufen mir so locker lässig drumherum. Um deine Taschenlampe ein- und auszuschalten. Ja, ich weiß. Oh. Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Du kannst die Waffe pro... eine Waffe pro Holster auswählen. Ja, okay, aber ich lasse die jetzt erstmal... Nee, ich will die nicht wechseln. Hallo. Ich will den Rucksack aber nicht öffnen. Och, lass mich doch hier wenigstens wieder raus. Komme ich hier nicht raus? Ja, kann ich jetzt hier vielleicht endlich mal... Ich will die nicht wechseln. Versteht es endlich, Leute. Och, kommt. Ja, das habe ich alles schon gemacht. Kann ich jetzt endlich wieder auf die normale Pistole wechseln? Boah, ey. Wie oft muss man das machen? So, da müssen wir weiter. Gibt es hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Warum steht die da so? Das finde ich nicht gut. Elisa schon. Tess. Das ist Wasser, ne? Ich habe jetzt gedacht, ich habe einen Klicker gehört. Oh, oh, oh. Können die anderen auch mal endlich kommen? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ich würde ja gerne das nehmen, was da vorne drauf ist. Das sind zwei. Jetzt geht er natürlich zu dem anderen wieder hin. Da steht noch einer. Oh. Frage ist, hören die mich? Also sehen die mich? Oder sind die auch schon ein bisschen blind? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Also ich glaube, die beiden bleiben tatsächlich da oben stehen, damit die in Sicherheit sind. Erstmal. Das Problem ist, wenn ich jetzt von links und von rechts einen habe,
Da komme ich aber rum, oder? Das ist ein Backstein. Oh. Nein, jetzt kann ich den nicht loslassen, oder? Oh, ich will den Backstein nicht nutzen. Okay. Es tut mir leid, dass ich hier zu leise bin, aber ich versuche hier wirklich auf alles zu hören. Ich wollte gerade sagen, da blinkt doch was. Ich höre schon wieder irgendwas. Also ich hoffe inständig, dass der eine da so stehen bleibt. Und der sollte jetzt hier mal vorbeikommen, damit ich den mal platthauen kann. Frage ist, kommt der hier durch oder es sieht nicht danach aus? Oder doch? Jetzt geht er darum. Komm. Jetzt. Okay. Frage ist jetzt natürlich, was ist mit dem Klicker? Die kommen vermutlich jetzt nicht runter, wenn der nicht weg ist, ne? Frage ist, kann ich den auch so töten oder wird das jetzt nichts? Das ist jetzt die Frage. Da steht hier. Ja, war doch wunderbar. Was ist jetzt mit den beiden? Kommen die auch? Okay, ihr könnt kommen. Sehr schön. Ja, schlecht, Joel. Ne? Verschwinden wir von hier. Dafür, dass ich das erste Mal spiele? Finde ich, habe ich das auch ziemlich gut gemacht hier. Müssen wir jetzt hier hoch? Sieht so ein bisschen danach aus, ja. Ja, das ist wieder draußen, ne? Ich denke dann immer... Muss ich doch mal gucken. So. Kriege ich das irgendwie weggeschoben? Weggezogen? Macht ihr das auf oder kann ich das loslassen? Okay, halt fest. Was? Ach so, muss ich dann drüber? Ah. Okay. Gar nicht so doof. Okay. Siehst du? Alles klar. Naja, manchmal kannst du auch was gut machen, Tess. So, jetzt ist die große Frage. Ich wäre gerne aus diesem Abschnitt raus. Tess? Schieb mich doch hier nicht so in der Gegend herum. Ich habe auch Gefühle. Wow. Dann mal los. Was ist denn wow? Gehen wir es an. Das hört sich irgendwie nicht gut an, ja? Hier können wir durch. Vorsichtig. Da können wir nicht durch, ne? Müssen wir hier. Hm.
Ich vertraue ihr nicht so richtig. Sie läuft hier, also sie spaziert hier so schön frei durch, aber... Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Da können wir theoretisch runter. Ich höre hier doch irgendwas knurren. Oje, ich will doch nur aus diesem Gebäude raus. Lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Mhm. Du willst es ruhiger angehen. Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Moment, das Wasser drin? Das können wir mitnehmen. Und der scheint schon was länger hier zu liegen, aber der hat wohl nichts für uns. Da sind wir doch wieder drin. Hä? Oh oh, ich höre einen Klicker. Ich höre einen Klicker, Leute. Das ist nicht gut. Jetzt fängt es draußen auch noch in Strömen an zu regnen. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Also in der Realität meine ich jetzt. Müssen wir da jetzt runter oder hoch? Da oben ist noch was. Ja, schaffst du das, Joel, ohne da runter zu prasseln? Was haben wir denn da? Wasser, sehr schön. Medikamente. Die Sachen nehmen wir alle mit. Schauen wir mal eben. Kann ich das nicht, wenn ich hier stehe? Na toll. Ist das Wasser oder höre ich jetzt einen Klicker? Nicht gut. Gar nicht gut. So, du hast 40 Zusätze. Ja, das ist toll, aber ich warte auf 50. Heiltempo könnte ich verbessern. Wie gesagt, ich warte aber auf 50, aber ich könnte noch ein Messer machen. Sehr schön. Ja, und genau das, was ich gesagt hatte. Wir können nur 3 Messer machen. Das ist schon mal ein bisschen blöd. Aber mit den Messern können wir die Klicker töten und die gehen dann kaputt. Also genau wie... Lässt... Och, kommt, Leute, nicht jetzt. Und ich hatte mich schon gefreut, dass ich wenigstens die letzte Folge, die ich heute noch aufnehmen kann, ja, ohne Probleme aufnehmen könnte, aber... Vorsichtig. Es soll einfach nicht sein. Oder hatten wir so nichts gefunden, glaube ich, ne? Sind wir hier runter? Da war auch nichts, ne. Bin ich nur gerade am Überlegen. Die Sachen hatten... Naja, okay. Er hat es noch nicht hergestellt. Das war nämlich... Du willst es ruhiger angehen. Das war danach, okay. Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Ja, aber das... falsche Taste. Aber das Wasser können wir trotzdem nochmal mitnehmen, was komisch ist. Vielleicht können wir die Sachen jetzt doppelt und dreifach einsammeln. Was natürlich geil wäre irgendwo. War das jetzt hier rum? Genau. Und dann sind wir hier rumgegangen und dann bin ich da drüber gegangen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht schon wieder... Die sind auf jeden Fall wieder da, die Sachen. Was mich verwundert, es sei denn natürlich, dass davon... Achso, davon ist, glaube ich, nichts dabei gewesen von den... Ja, ja, ich verstehe. Deswegen können wir die jetzt auch nochmal einsammeln. Okay. Dann bitte nicht nochmal einen Crash. Weil ich habe nicht mehr so lange Zeit aufzunehmen. Und ich würde die Folge gerne noch zu Ende aufnehmen. Und dann auch noch erfahren, wie wir hier rauskommen. Beziehungsweise halt eben mitbekommen, dass wir hier rausgekommen sind. Das ist noch mein Hauptziel für heute. Hier lang. Da unten ist Munition... Das ist aber nur Wasser, hoffe ich jetzt mal, was ich hier höre.
Ja, zumindest kann ich nichts sehen. Noch nicht. Oh, ich befürchte allerdings das Schlimmste. Hier sind nämlich überall... Ah, komm, die nehmen wir noch mit. Wir haben auch keine Karte, ne? Oh. Auch jetzt blockier mich nicht immer, Ellie. Geh doch mal woanders hin. Okay. Nicht gut. Wirklich nicht gut. Okay. Leute, ich habe nur noch knapp 10 Minuten, wo ich aufnehmen kann. Scheiße. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Kein Thema. Also links ist einer. Erledige Klicker mit dem Messer. Ja, ja, das haben wir schon. Ach, das ist der rechte, ne? Oder ist das jetzt ein Klicker oder ist das jetzt... Das ist ein Klicker. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das ist keine gute Idee, oder? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das ist auch ein Klicker, meine ich. Das dürfte kein Klicker sein. Da hinten ist noch einer. Oh, Leute. Zwei Klicker. Oh, 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 oh. Aber so direkt nebeneinander möchte ich die nicht haben. Noch normaler. Jetzt sind sie ein bisschen auseinander hier. Geht jetzt hin? Was, noch ein Klicker? Wollt ihr mich hier... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schleich dich dahin, komm, komm, komm. Okay, zwei haben wir noch. Können wir hier nicht einfach raus? Ich meine, wir müssen ja hier durch. Wir müssen die doch nicht alle töten, oder? Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los, Mist. Oh, okay. Joe, da drüben. Ja, ich habe schon gesehen. Schlaf weiter, bitte. Dann träum bitte deinen ewigen Schlaf.
So viel dann zu hier weiter. Okay, na los. Lass mich hoch. Oh, du blöde Kuh. Komm. Hey. Na los. Boah, ist das dein Ernst? Kann die Tussi jetzt endlich mal da hoch? Boah. Hallo, du sollst hocken. Okay. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Na, noch nicht. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und das hält nicht ewig. Ja, leider. Und ehrlich gesagt würde ich jetzt sagen, dass wir hier auch erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir jetzt da so schön durchgekommen sind. Joel will irgendwie nicht, dass wir ihn ansehen, habe ich so das Gefühl. So, zumindest nicht mit Taschenlampe. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut, dann habe ich noch 2 Minuten Zeit, bis ich mich fertig machen muss. Und ja, wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Hoffentlich dann mal ausnahmsweise, ohne rausgekickt zu werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.